Hallihallo, hier mal wieder ein kleines Video von mir. Ich habe festgestellt, dass nach dem Winter, nach dem Wiedereinschalten der Fußbodenheizung, viele Heizkreise bei uns kalt bleiben. Das liegt daran, dass, also wie man hier sehen kann, es ist kein Durchfluss, obwohl hier oben der Stellantrieb ganz abgeschraubt ist. Das liegt daran, dass das eigentliche Ventil, was hier drin sitzt, sich ein bisschen festgesetzt hat und dadurch, auch wenn der Stellantrieb das freischaltet, das trotzdem geschlossen bleibt. Das kann man dadurch lösen, dass man entweder durch leichtes Draufdrücken, mit ein bisschen Draufdrücken, versucht das zu lösen, oder man fasst mit der Zange ein bisschen an, bewegt das Ding ganz leicht hin und her. So, und dann sieht man, dass es jetzt hochkommt. Und wenn ich jetzt deutlich höher als vorher. Ne? Man kann es also jetzt wieder reindrücken und es kommt wieder raus. So, und nachdem das jetzt passiert ist, sieht man auch hier, dass hier ein Durchfluss da ist. Das heißt, dadurch wird das Ventil wieder freigegeben und wenn dann der Heizkreis benutzt wird, dann geht er der Stellantrieb, drückt er das Ventil regelmäßig auf und zu und dadurch ist es dann kein Problem mehr. Das muss ich im Grunde genommen nach jedem Winter einmal machen, wenn ich die Fußbodenheizung wieder einschalte. Ich hoffe, es hilft euch und das Video war nicht allzu wackelig. Bis dann, ciao.